ist Ronja und nachdem wir letzte Folge höchst erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich Silvester gefeiert haben, ist jetzt erstmal Ruhe eingekehrt und hier stehen zwar noch ein paar Fackeln rum, aber das Haus ist nicht abgebrannt. Das ist ein gutes Zeichen. Das Haus steht noch. Und ich würde sagen, das ist das einzige... Hi Flo! Oh, hi Ronja, was geht? Ich wollte dich fragen, ob du Bock hast, zum Sportfest zu kommen. Oh Leute, wo kommt der Typ her? Ich weiß es nicht. Schon wieder? Wer ist das? Ich möchte Ihnen... Nein. Eine Rose geben. Nein, danke. Ich habe kein Interesse. Hallo? Nehmen Sie das Zeichen Nein. zu. Nein. Bitte Nein. hören Sie auf, mich zu schlagen. Nein. Bitte hör auf, mich zu schlagen, mein Schatz. Wer ist das? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Der kommt immer wieder. Ich sag ihm immer, er soll gehen. Ich habe letztens die Polizei gerufen. Hören Sie auf, mich zu schlagen. Hören oh Gott. Sie auf, mich zu... Was macht Sie? Haus Hausverbot. Ich habe kein... Hey, hauen Sie ab hier! Ey, das ist nicht anwesend! Sonst rufe ich die Polizei. Ab. Okay, okay, das rufen war's. Rufen Sie doch die Polizei. Okay. Zeit. Oh. Praktisches Telefon. Bitte hören Sie auf. Oh ja. Bitte ja. akzeptiere. Ja, er ist noch da. Liebe. Oh ja. Ah, Sie suchen den sowieso. Ah, okay. Ja, er ist hier auf Koordinate. Bitte. Minus 1075, 23 nein, und 236. Ich hab da keine Lust drauf. Oh. Ich werde jetzt gehen. Oh, okay, ich sag's dir. Alles klar. Wo ist er denn? Hey! Oh, ich glaube, er ist gerade weggerannt, nach links. Okay. Ja, Dings, ich soll dir sagen, die haben gerade Mittagspause und ich soll dir nicht nerven. Okay. Ja. Okay. Okay, der ist hier zum Glück weg. Was? Hast du noch zum Sportfest zu kommen? Zum Sportfest? Ja, warte mal, guck mal, ich hab sogar hier ein super Transportationsgerät hier. Guck mal, so, zack, hier, hüpf rein. Klar, sicher doch. Nichts lieber als. Nee, Spaß. Und der Spaß ist, das ist mein echtes Auto. Das ist mein echtes Auto. Ich wollte schon sagen. Du brauchst eine Menge Fantasie. Ich glaube. Wir können wahrscheinlich laufen, oder? Soweit wird es nicht weg sein. Wo meinst du denn? Ist das Sportfest? Warte mal ganz kurz. So, hier, yes, so. So, zack, mach mal zu, bitte. Warte, ich mach zu. Ja, okay. Gut, Was? Oh, das lief nicht so gut. Ich hab nur zugemacht. Okay. Ganz ruhig, Ronja. So. Mhm. Auf geht's, wir machen jetzt den. Wir gehen los? Ja, wir gehen los. Okay, aber das ist ein bisschen. Nicht Spaß. Ich hab wirklich was mit dir, okay? Hier geht drauf. Oh, okay. Okay, das ist nicht staatlich geprüft, also auf geht's. Viel Spaß. Warte, bist du nicht drin? Das funktioniert. Warte, das klappt. Oh, oh. Oh, was für eine praktische Transportation. Das ist der Bus. Ah, der ist wahrscheinlich extra zum Sportfest dann. Oh, hier ist das alte Haus. Das funktioniert halt wirklich. Oh nein, warte, ich muss aussteigen. Oh nein. Oh nein, oh nein, der Typ von vorhin hat einen Spielcrash, egal. Das ist gut, das nervt uns nicht mehr. Ey, guck mal, was ist hier? Oh mein Gott, guck mal, wie verrußt das ist. Ich kenn's nur in dem brennenden Zustand. Oha, und gar das nicht ist doch die Olympische Spiele oder so, oder? Oh ja, warte, was steht auf dem Schild? Weitsprung. Okay. Oh lol, ey, wir haben schon mal so einen Schießstand gemacht, 1.14, weißt du noch? Oh ja, daran erinnere ich. Hast du es auch hochgeladen? Ich glaub schon, oder? Ich glaube, wir haben nicht geschossen bei mir. Allein. Ich nehme immer einen Bogen und ein paar Pfeile. Ey, aber Ronja, du weißt, ich bin nicht der beste Schütze. Ich bin zwar... Flo? Ich sag mal. Ich könnte mich täuschen, aber du hast dich, glaube ich, gerade in den Kopf geschossen. Ich spüre gerade so ein richtig komisches Gefühl irgendwie an meinem Ohr. Keine Ahnung. Ist es auf der rechten Seite? Ich weiß nicht. Hallo? Hallo, ich höre dich nicht mehr. Hallo? Hörst du mich von hier? Ich höre dich nur auf einer Seite. Also wir sollten vielleicht nach dem Sportfest den Arzt aufsuchen, aber... Weitsprung, nee, wir machen jetzt Weitsprung. Nee, kein Problem. Oh, aber hi, ich habe Pfeil im Kopf, aber macht nichts. Hast du damals in der Schule auch Weitsprung gemacht? Ja, ich war so schlecht in Weitsprung. Mein weitestes war 3,10 Meter. Ich bin nie über 3,10 Meter gekommen. Wie groß bist du, Ronja? 1,70. 1,70. 1,70. Okay, 1,70. Wie weit bist du denn gekommen, hä? Huh? Als ob du so viel weiter gesprungen bist. Ich glaube nicht. Ich bin 1,79, okay, also bitte. Okay. Aber ich war nicht schlecht hier. Das war das Einzige, wo ich relativ gut war. Ehrlich? So Sachen wie... Ich glaube so Sachen wie... Ich konnte so Sprint gut und ich konnte... Gab's Zielschießen? Ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr in der Schule. Ich glaube Zielschießen gab's nicht. Es gab aber doch Weitwurf. Da war ich auch absolut furchtbar schlecht drin. Hier ist Sprint. Ja, warte. Lol, ist es weiter? Hier ist keine Zielflagge. Sprint ist nicht schlecht gemacht. Sprint kann ich Punkte holen. Vielleicht ist das meine einzige Chance. Oh, der Sprint, dass er geht. Medaille zu kriegen.
Leute, Hauptsache, guck mal das Haus. Das war mal damals eine ganz normale Wohnung. Ich erinnere mich doch an den Tag, an dem ich hier eingezogen bin. Ja. Und ich gedacht habe, oh, ich habe so eine schöne kleine Wohnung. Ach ja, sieht die ganz Zeit, süß wo aus. Noch alles normal war. Ich habe gerade einen Job gefunden. Peter Sportmann. Peter Sportmann? Ich bin Peter Sportmann, ihr Sportmann. Und sportiger Sportmann, Sportmann. Für was steht das A? Ja, ich habe für einen... A-A-A-A-Workout. Peter, ich habe eine Frage. Ja. Gibt es am Ende eine Preisverleihung und kann ich was gewinnen? Ja! Gibt es einen Pokal? Ja. Nein. Was? Oh. Nein. Ja! Peter, noch eine Frage. Ja, ich bin Wer macht Peter alles Sportmann. Mit? Ey, Peter Sportmann, wer ist denn alles Teilnehmer hier noch? Peter Sportmann, ja, hallo. Peter Sportmann, wollen wir Sport machen? Es haben sich einige angemeldet, deswegen. Oh, Peter Sportmann, gibt es eine Liste, auf der wir uns einschreiben können? Ich muss dir eine intime Frage stellen, okay? Bitte nicht so nah, Sie haben Mundgeruch. Bist du verwandt mit Spartakus? Was? Wir reden nicht mehr über ihn. Was? Ja. Ey, wie viele Vitaminpakete trinken Sie in einem Quartal? Ich kann nicht zählen. Gut, ich bin Peter Sportmann. Hi. Sport zu machen, weil ich bin Peter Sportmann. Und warte mal, Ronja, ich glaube, das ist Peter Sportmann. Hast du gesehen, dass Peter Sportmann ist hier jetzt seit neuestem? Ich glaube, das ist Peter Sportmann. Ich glaube, ich kenne den aus dieser Fernsehserie. Ich glaube, der hieß Peter Sportmann macht Sport oder so ähnlich. Ja, genau. Peter Sportmann macht Sport mit Peter Sportmann. Stimmt, ich wusste nicht, wie es weiterging, aber klar, von Peter für Peter. Ey, komm, lass loslegen. Peter Sportmann. Aber lass verwechseln mit Peter Ortmann. Komm jetzt! Fangen wir beim Weitsprung an. Ja. Warte, was ist in der Kiste? Hey. Zu spät im Ort. Zu spät im Ortmann. Ich bin Peter Sportmann. Speed. Speed. Die werden jetzt etwas mit Geschwindigkeit anlaufen. Oh, ich fühle mich so richtig energiegeladen. Okay, ja. Bitte. Konzentrieren Sie sich darauf einen. Okay, einen Moment. Okay. Gehen Sie bitte wieder zurück. Peter Sportmann, das Ergebnis? Ich wollte einen Testsprung machen. Okay, Wie viele Sprünge haben wir? 2 Zentimeter. Okay, ja. Dann renne ich auch. Warte, das war noch nicht. Nein! Okay, es war Test, was jetzt, oder? Wie weit bin ich? Jetzt zählt schon recht. Dann war das jetzt erstmal ein Test. Okay. Ich bin Peter Sportmann und ihr stellt euch da hinten am Anfang, bis ich los sage, okay? Okay, wir stellen uns einmal. Rennen wir gleichzeitig? Ja, ich bin Peter Sportmann. Ja. Okay, Peter Sportmann, rennen wir gleichzeitig? Peter Sportmann hat gesagt, wir schon. Nee, warte mal, einen nach dem anderen, oder? Ich will zuerst. Ich glaube nämlich, die Strecke ist zu dünn für beide gleichzeitig. Peter Ortmann? Ja, haha, ich bin Peter Ortmann. Ich glaube, der ist Peter Sportmann. Ja, okay. Ich mach's. Drei. Okay, mach du als erstes. Los. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Er markiert. Ronja, schon mehr. Komm näher ran. Er markiert. Warte, ich komm gleich. Da. Aue. Nein, das stimmt gar nicht. Markiert doch viel zu weit vorne. Ich bin Peter Sportmann. Peter Sportmann, hier. Die sind disqualifiziert. Was? Nein. Peter Sportmann, darf ich jetzt auch rennen? Ja. Gehen Peter Sie von Sportmann, der Bahn runter. Ich war genau hier. Hier war der junge Herr. Ich war jetzt... Au! Da. Ey, du warst auch da, wo ich war. Markieren. Ich bin genauso weit gesprungen wie du. Ey, Peter Sportmann, haben Sie eh schon irgendwo mal Sport gemacht? Ich bin Peter... Peter! Peter! Oh nein. Peter Sportmann? Ich bin Peter Sportmann. Kennen Sie sich aus mit Sportverletzungen? Oh nein, mein Freund hat einen Pfeil im Kopf. Oh nein. Ich glaube, das geht. Oh, ich glaube, ich habe eine Ohren. Ich glaube, es sind Zunden, oder? Ist es schlimm? Ja. Gehen Sie bitte da hinten in das Haus. Muss es verbunden werden? Oh nein. Ey, Ronja, ich geh jetzt zum Arzt. Okay. Ich hol mir jetzt eine Tundbefreiung. Ihr, komm mal, Okay, wie viele Punkte kriege ich? Sie kriegen 12 Punkte. 12? Oh! Ja. Wie viele Punkte kriegt Flo? 2,5. Ich bin Peter Sportmann und ich vergebe Punkte bei Sportturnieren. Okay, Peter Sportmann, wie viele Punkte würden Sie in einem vergleichbaren Test kriegen? Was ist ein guter Wert? Ich bekomme sonst 30 Punkte. 30? Wie weit springen Sie? Bis ans Ende von der Grube? Weit genug. Ich bin Peter Sportmann. Oh Gott. Peter Sportmann, Sie wirken nicht wie der talentierteste Sportler. Ich wollte es nur mal Peter gesagt Sportmann. Haben. Das ist eine Frechheit, weil mein Name beinhaltet Sport. Und ich bin ein Mann und Nein. Ich bin Sportmann. Okay, ich lege jetzt mal meine restlichen Tränke zurück. Die brauche ich nämlich nicht. Ich habe nur einen gebraucht. Genau, ich bin Peter Sportmann und ich nehme jetzt die restlichen Tränke raus. Detlef? Bin tot, aber mach mit. Ah, du bist tot, aber machst mit. Oh. Weitsprung. Oh. Na, das finde ich doch mal eine super sportliche Leistung. Wie viele Punkte kriegt er? 28. Warte, 28? Ja, ich bin Peter Sportmann und dieser Herr kriegt 28 Punkte. Okay. Das heißt, Detlef ist der Beste im Weitsprung von uns allen. Ist unfair, er ist ein Geist, er kann fliegen.
Das ist das schon ist klar. Sache. Es ist ein kompetitives Wettstreiten hier. Okay, dann will ich als nächstes Bogen schießen. Der das bewerten kann. Hey! Hey ihr! Ja? Hey Leute, ich bin's, euer Spartacus 94 LTAD. No. Und heute machen wir einen Vlog vom Sport. Heute schwitzen wir durch die Likes. Leute, lasst ein Like da. Einen Daumen hoch, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich wette, Sie werden nicht geliebt. Ich bin Peter Sport. Ich glaube, er filmt jetzt, dass er oh, springt, oder? Ist das, oh, hier ist ein richtig komischer Typ hier. Und zack, lasst mal ein Like da für diesen Typ. Hey! Hey, nein! Ich bin Peter Sportmann, Sie kriegen mich nicht. Komm zurück! Okay. Nein, ich bin Peter Sportmann. Bevor Peter Sportmann zurückkommt, übe ich jetzt Bogen schießen, damit ich wenigstens ein paar Punkte kriege. Als ich es vorhin mit Flo versucht habe, hat das nämlich gar nicht geklappt. Ich glaube, ich gehe hier für den einfachen Schuss. Das geht überhaupt nicht. Ich gehe für den anderen einfachen Schuss. Ich treffe die Knöpfe nicht. Hm. Okay, das ist nicht gut. Warte, wie viele Punkte kriegt man da? Das steht, glaube ich, dran. Ein Punkt nur. Gibt es zwei, drei? Ja, das sind zwei. Da oben sind drei. Flo? Ey, der Arzt hat gesagt, ich darf noch mitmachen, okay? Ja? Oh, dann fällt das auch raus. Hat er einfach rausgezogen, oder? Oh nein, da kommt die Polizei. Hey, Sie sind ein bisschen zu spät. Ja, Sie haben da Problem gehabt mit komischer Typ. Ich hatte meine Mutter Pause. Ach so, ja, oh, das hat er erzählt. Ich hatte Mittagspause hat er. Ich hab... Dieser war mit dem Schweppen, oder? Oh mein. Wenn Sie weiter so mit mir reden, hast du schon festnehmen wegen... Was? Wir haben Sie doch gerufen. Was heißt denn, wir wollen uns festnehmen? Ich verstehe es nicht wegen Ihrem Schnurrbart. Weil Ihr Freund unfreundlich ist. Sind Sie denn mal? Das kann gar nicht so sein. Sind Sie Abstammung... Also, von Ottern? Also vom Gesicht her sehen Sie ein bisschen aus wie ein Otter. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Das ist ein Witz. Ich die Polizei. Ich bin die Polizei. Weh. Warte mal. Also, langsam glaube ich, die wollen mich alle feiern. Wollen Sie mitmachen? Machen Sie mit beim Sportfest? Ich brauche keinen Sport machen. Machen Sie doch mal einen Weitsprung. Zeigen Sie doch mal, was Sie können. Wenn ich also einen Weitsprung mache, dann fliege ich. Weil ich auf geht's. Auf geht's. Ja, Herr Polizist. Oh. Sie müssen doch viel schießen hier auf der Arbeit. Oh, okay, lass mal das hier stimmt. Ein Schuss. Ich brauch da Geld. Ach, das ist primitives Werkzeug. Ich nehme einfach das gute alte. Okay. Sie haben einen Raketenwerfer oder was ist das? Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Ich glaube, es war kein Treffer. Nee, war leider knapp vorbei. Komm, ich zeig's dir mal. Ich stehe doch wieder stinken. Oh, guter Treffer, Flo. Ja, Mann. Was? Noch auf die hinteren. Ey, du musst Holzbutton platzieren, das geht sonst nicht. Geschobene Partie. Ey, das wird Sprint. Wusste ich. Okay. Ey, Ronja, wusstest du? Ja. Ey, mein Urgroßvater, der... Den habe ich festgenommen. Der hatte den... Mr. Ottermann, ich habe hier gerade ein Gespräch. Ich bin der Ottermann. Hey! Mein Name ist Klutschkeko. Der Klitschko. Klutschkeko, ne? Ja. Ich wollte Sie versuchen, mich veräppeln. Ich bin Bogumir Borgoschke. Bitte gehen Sie jetzt. Wir haben hier ein Gespräch. Okay. Hier, auf Sie geht's, wir machen jetzt hier rein. Sie kommen mit. Sie kommen mit. Ha, da musst du mich erstmal fangen! Ich werde. Bleiben Sie stehen! Nein! Oh mein Gott, der schießt! Oh nein, Ronja, hier! Ja? Los! Warte, ich steig ein! Jo, Mai. Oh nein! Warte mal! Jo, Mai, Sie sind festgenommen, Jo, Mai, junger Herr. Warte, das kriegen wir gleich hin. Ja, so, ich meine, das Bussystem. Die Waffe auf dem Boden. Sie sind die Person mit dem Raketenwerfer. Ja, mein, ich bin bei rechter Stütze und Rage. Also. Was ist rechter Stütze und Rage? Es wäre mir neu, dass Otter Raketenwerfer tragen dürfen. Ja, wissen was, rufen Sie die Polizei. Okay, Ronja, auf geht's. Jetzt einsteigen. Oh nein! Warte, hier. Und jetzt einsteigen ins Set. Auf geht's! Oh man, ich ruf die Polizei, okay. Das kann gar nicht so sein. Nee, warte, ich ruf die Polizei. Oh warte, das hört aber nicht weiter. Oh nein. Irgendwie scheint das öffentliche Verkehrsliniennetz fehlerhaft zu sein. Egal, ey, lass einfach so aus, weil ich hab keinen Bock mehr. Sport ist Mord. Ja, Sport war auch nicht gut. Hast du gesehen, dass Detlef viel zu weit gesprungen ist und nur 28 Punkte gekriegt hat? Detlef war da, also Geist Detlef war da. Warte, ganz ruhig. Ja, stimmt, der Lippe ist ja tot. Ja, aber er wird besser als wir beide. Oh, okay. Ja, ich find's praktisch, dass wir jetzt eine direkte Buslinie. Warte, haben wir hier einen Schwimmbad? Oh, stimmt, wir haben einen Pool. Lass uns doch in den Pool gehen. Ja, stimmt, lass uns Pool gehen. Warte mal, hier. Warte mal. Wo bist du? Ich bin in der Küche. Ich gehe eine Abkürzung. Hier. Guck mal, hier, das ist die Abkürzung. Ja, durchs Fenster.
Ja, ey, da schwimmen! Ja, okay, komm. Oh, warte, seit wann sind Fische bei uns im Pool? Warte, guck mal, die kannst du ganz angeln. Was ist praktischer, als in seinem eigenen Pool zu angeln? Mir würde nichts einfallen. Oh. Ey! Bist du auch ein Fisch? Nein, ich bin kein Fisch. Warte, hast du die abgeschossen? Oh! Ja! Ey, das ist eine olympische Disziplin eigentlich. Oh, warte mal, Ronny, komm mit. Ich hab voll die gute Idee. Ist viel besser als Bogenschießen. Oh nein, Spartakus ist wieder da. Spartakus, geh weg! Hör auf, mich so zu nennen. Okay, Ronny, ganz ruhig. Ronny, ich hab eine Idee. Ronny, wir brechen jetzt ein, okay? Okay, in unser eigenes Haus? Egal, komm mit. Das ist eine olympische Disziplin. Was, Leitern klettern oder einbrechen? Komm mit, wir brechen jetzt hier ein. Ja. Wir machen jetzt hier richtigen Sport, komm mit. Okay. Wir machen nämlich jetzt hier E-Sport, okay? Auf geht's. Alles klar, bin ich eh viel besser. Sicher, Ronja? Okay. So, jetzt mach doppelte 5 und dann mach Dings E-Sport. Okay. Oh nein, Spartakus mag das gar nicht. Oh nein. Spartakus, das ist echter Sport, wirklich. Das E-Sport. Nee, das ist kein Sport. Spartakus! Wenn du dich bewegst. Du musst dich nicht bewegen. Schachspieler sind auch Sportler. Nein, sind sie nicht! Was? Die bewegen wenigstens noch ihren Arm und sonstiges und ihr Köpfchen. Nein. Okay, ich bin Spartakus und ich renne jetzt weg. Ey, aber gesagt ihr selber, dass das Spartakus ist. Ich bin Spartakus. Dürfen wir die Bögen behalten? Hey, Peter Sportmann, dürfen wir die Bögen behalten? Bitte, Ronja, da läuft er! Ich bin Peter Sportmann und die werden mich nicht treffen. Peter, dürfen wir die Bögen behalten? Hören Sie auf mich zu schießen, ich bin Peter Sportmann. Oh, das ist aber eine schwere Disziplin. Ja, der ist auch echt weit weg, der ist sehr schnell. Ich bin schneller als Sie, ich bin Peter. Peter Sportmann ist gestorben. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Ich glaube auch, also es war ein erfolgreiches Sportfest. Nice. Wir haben die anderen geschlagen, du machst jetzt ein Nickerchen hier? Ja. Okay, dann gehe ich glaube ich einfach wieder rein. Dann, man sieht sich. Das war's auch mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!